Detmold ist nicht der Nabel der Welt, sagt Horst Wortmann. Aber es liegt mitten in Europa und ist damit der perfekte Standort für das Unternehmen, das seine Marke Tamaris zu Europas Nummer 1 machen will. Einen Meilenstein auf diesem Weg markiert das neue Logistikzentrum, das im vergangenen Jahr in Betrieb genommen wurde. Für die Wortmann-Gruppe ist es wichtig, die Nähe zum Produkt zu haben. Das heißt, unsere Produktmanager, unsere Vertriebler, alle Mitarbeiter wollen gern sehen, was wir tatsächlich bewegen. Und das sind nun mal Schuhe, das ist ein Punkt. Zum anderen ist es auch ein klares Standortbekenntnis der Wortmann-Gruppe zum Standort Detmold. Wir haben vor über 10 Jahren unser jetzt altes Logistikzentrum in Betrieb genommen und hatten damals in der Planung nicht berücksichtigt, dass die Wortmann-Gruppe in den letzten Jahren erfreulich stark gewachsen ist. Das hat dazu geführt, dass wir seit gut 5 Jahren mehr und mehr regionale Außenleger einrichten mussten. Das hat überhand genommen. Wir mussten jetzt konzentrieren und wollten zurück auf den Standort Detmold, deshalb neues Logistikzentrum. Die Prozesse im Inneren des neuen Logistikzentrums beginnen mit dem Wareneingang. 40 Lkw können hier in einer Schicht abgewickelt werden. Stichprobenartig werden die Artikel geprüft. Weiter geht es mit hohem Tempo. Die Kartons werden mit Versandetiketten versehen, um quasi direkt nach dem Wareneingang auf den Weg in den Handel gebracht zu werden. Dieses Cross-Docking, also Waren-Ein- und Wiederausgang, erfolgt hier binnen 90 bis 120 Sekunden. Der Schuhsorter, der Name ist quasi Programm, ist eine Anlage, die mittels rechts und links an der Transportbahn angebrachten sogenannten Schuhen einzelne Sendungen nach ihrer Bestimmung sortiert, 5000 Kartons pro Stunde. Insbesondere die neue Fördertechnik hat uns in die Situation versetzt, viel schneller picken, kommissionieren zu können, sodass wir schneller, kleingliedrig, großes Volumen umschlagen können. Jetzt wird gepackt. So verschachtelt, dass nichts herunterfallen kann. Je nach Größe der Kartons automatisch, mithilfe von Robotern oder von Hand. Ganz ohne Manpower funktioniert das Hochregallager. Elektrohängebahnen transportieren die Kartons an den richtigen Platz. Wir haben hier ein neues Hochregallager mit 27.500 Palettenstellplätzen gebaut, die vollautomatisch bedient werden. Darüber hinaus haben wir 9.000 Palettenstellplätze im Kartonlager, insgesamt 36.500 Palettenplätze. Wir können in etwa 4,1 Millionen Paar Schuhe hier am Standort lagern. Das Logistikzentrum in Detmold ist alles andere als ein Schnellschuss. Es soll für die nächsten Jahre maximale Effizienz bieten. Darum war beim Bau auch das Thema Nachhaltigkeit von großer Bedeutung. Sowohl was die Straßenbelastung betrifft, die Container, die aus den Seehäfen kommen, als auch die Energiewerte des Gebäudes wurden betrachtet, als auch regenerative Energien im Einsatz genutzt. Und wir haben Lichtfänger, die Licht automatisch zu- und wegschalten, sodass wir so wenig wie möglich Energie verbrauchen. Das Gleiche gilt auch für die Sortier- und Fördertechniken, deren Teile, die nicht benötigt werden, sich auch sofort wegschalten, um keine Energie unnötigerweise zu verschwenden. Und weil man bei Wortmann vorausschauend handelt, ist auch die mögliche Erweiterung des Logistikzentrums eingeplant. Wir hatten damals dieses Gelände, wo sich das neue Logistikzentrum befindet, dazu gekauft. Hier sind noch Ausbaureserven und das derzeitige Logistikzentrum kann erweitert werden, sowohl was die Lagerkapazität angeht, als auch was die Umschlagskapazität angeht. Wenn es weiteres Wachstum gibt? Wenn es weiteres Wachstum gibt, von dem wir stark ausgehen.